Endlich hat uns jemand erhört. Wir haben eine Ladezone mit Ladeinfrastruktur. Das ist der Super-GAU. Also, dass ich das noch erleben darf. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft E-Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Vollkommen steuerfrei ausgesprochen. Sehr schön. Ich übe das noch. Ich bin der Steve und wenn ihr den Kanal abonniert, dann wisst ihr das natürlich bereits. Und bei mir ist der Jan. Jan Jehitsch aus Hamburg, richtig? Genau, Jehitsch, aber ich lebe seit 43 Jahren damit, das ist völlig egal. Genau, für die, die mich nicht kennen, ich wohne in Hamburg, der für mich gefühlten Hauptstadt der Elektromobilität und Ladesäulenblockierer, wie ich immer so schön sage. Und ja, vermiete Elektroautos und kämpfe auch im Verkehrsausschuss der Handelskammer für eine sauberere Mobilität in Hamburg. Und du bist falsch abgebogen oder wie kommst du nach Berlin, wenn das passiert? Also wir sind heute hier auf der Hauptstadtkonferenz für E-Mobilität, für mich eine sehr wichtige Veranstaltung, wie ich finde. Und da gibt es ein paar spannende Vorträge und ein paar spannende Player, mit denen ich da schon Kontakt aufgenommen habe. Denn was mir aufgefallen ist, es gibt ein paar Abweichungen in den Städten, was E-Mobilität angeht. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Ja, auf jeden Fall, ne? Also wir hatten ja schon länger Kontakt und haben uns ja auch gestern Abend rege ausgetauscht, als du angereist bist. Und da war ja der erste Punkt, war ja die Art der Beschilderung, richtig? Also ja. Positiv- oder Negativ-Beschilderung. Genau. Fangen wir mal ganz, ganz rudimentär an, oder? Für die, die es nicht kennen, es gibt ja an Ladestationen so Verkehrszeichen. In Berlin habe ich mir jetzt sagen lassen, vor 2017 standen da so Halteverbotsschilder mit einem Zusatzschild für Elektrofahrzeuge frei oder während des Ladevorgangs oder sowas. Mhm. Und seit 2017 will die Stadt jetzt hier langsam begonnen haben, umzuschildern. Ist ja auch schon ein bisschen her, Mann, ganz ehrlich. Seit 2017 hat man an den eigenen Ladesäulen angefangen. Dann war noch ein Rechtsstreit mit Innogy anhängig. Dazu gibt es ein Video oder zwei Videos auch auf unserem Kanal. Ich versuche sie mal hier zu verlinken. Und ja, also effektiv, sagen wir mal, seit August 2019 ist die Order draußen, dass alles auf Positivbeschilderung umgeändert werden soll. Das heißt, positiv heißt ein Gebotsschild, ein Parkplatz mit einer Einschränkung und eine Zusatztafel. Da steht jetzt hier in Berlin in einem Text Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs. Und das kenne ich aus Hamburg gar nicht. Wir haben da so ein Piktogramm, das heißt übersetzt elektrisch betriebene Fahrzeuge mit E-Kennzeichen. Hier in Hamburg brauche ich ein E-Kennzeichen und in Berlin offensichtlich nicht. Ja, ist halt schwierig, ne? Weil dieses Zusatzschild, was ihr habt, das Piktogramm, dieses Auto mit Stecker, ist halt definiert in der StVO, ne? Sagt halt elektrisch betriebene Fahrzeuge. Theorie, also jeder mit einem E-Kennzeichen. Das heißt also, theoretisch kann dort auch ein Wasserstofffahrzeug parken. Der Nexo, der Mirai, ne? Ne? Schöne also, Grüße ans Kämmerschott. Ja, die haben halt, ja, ne, das ist halt wieder der Nachteil daran, weil es halt da nicht genau definiert ist, aber bei uns ist es halt auf der anderen Seite, ja, was ist ein Elektrofahrzeug? Habe ich dann auch gefragt. Ich habe mich gestern mal durchtelefoniert oder vorgestern war es, die Polizei angerufen, weil ich gesehen hatte, es gibt auch da in Berlin eine interne Dienstanweisung, wie zu verfahren ist mit diesen Ladeplätzen und dem Umsetzen von Fahrzeugen. Und da hat der mich dann weitergeleitet an die oberste Straßenverkehrsbehörde. Die ist anders als bei uns in Hamburg nicht bei der Polizei angesiedelt, sondern bei der Stadtverwaltung. Und der hat mir dann erklärt, nee, wir wollen niemanden ausgrenzen. Mhm. Wir wollen, dass jeder, der einen Stecker irgendwo reinstecken kann, ob er das nun darf oder nicht, da laden kann. In Hamburg geht das nicht. Da brauchst du ein E-Kennzeichen. Plug-in-Hybride ohne E werden da entfernt. Und wie ich finde, womit? Mit Recht. Weil der Gesetzgeber möchte halt nur noch sinnvolle Elektromobilität fördern. So war die Ansage. Auf der anderen Seite, also wir hatten ja mal diese Diskussion bei uns. Jeder elektrische Kilometer ist ein guter Kilometer und sicherlich gibt es noch nicht für jeden Anwendungsbereich das richtige BEV. Von daher wäre es ja zu begrüßen, wenn man sich zumindest einen PHEV kauft. Und die neue Generation Plug-in-Hybride
Die bringt ja dann doch teilweise schon so bis zu 100 Kilometern Reichweite, elektrische Reichweite, teilweise sogar Schnellladefunktion. Also Mercedes kommt jetzt bald mit CCS-Stecker und so einer Sachen. Ja. Ne? Das ist dann gar nicht mal so verkehrt. Also dagegen hätte ich gar nichts. Also das ist da, ja da ist für mich die Frage, wer soll da ausgegrenzt werden? Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man das gemacht hat, weil eben einige ältere Fahrzeuge unterwegs sind, die noch kein E-Kennzeichen haben. Naja, wahrscheinlich, weil sie die Mindestanforderungen nicht mehr erfüllen. Das wäre das eine. Und genau um die geht's. Die wollte man jetzt nicht noch speziell fördern. Die Plug-in-Hybride, die kein E-Kennzeichen kriegen, die sehe ich in Hamburg zu Genüge. Entweder sind sie falsch beraten worden. Das kann sein. Man musste aktiv nachfragen. Gebt mir bitte ein E. Und die Zulassungsstelle prüft und sagt, nee, gibt's keins. Es gibt aber auch E-Mobilisten der ersten Stunde, die sagen, mein Auto ist so alt, das ist vor 2015, vor Einführung des E-Mog-Gesetzes gewesen. Gab es noch keins und ich will das nicht umkennzeichnen, also ich bleibe dabei. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist mein Kennzeichen, keine Ahnung, bestimmte Buchstaben, Zahlenfolge, die finde ich total toll. Und dann kann ich vielleicht kein E-Kennzeichen mehr draus machen, weil genau. Wir haben ja auf einem Kennzeichen, Kfz-Kennzeichen, maximal 8 Zeichen. Ne? Und wenn die ausgeschöpft sind, gut, in Berlin wirst du sie nicht ausschöpfen können, da passt immer ein E mit dran, weil B, 2 Buchstaben, 4 Zahlen. Und dann passt immer noch ein E mit dran. Ne? Super. Aber wenn jetzt jemand, ich sag mal, aus Fürstenwalde oder Märkische Oderland oder sonst irgendetwas kommt, der hat dann natürlich vorne weg schon mal 2 oder 3 Buchstaben, dann ist schwierig. Ne? Und wenn er dann sein Wunschkennzeichen nur mal 4 Ziffern hat. Das ist korrekt. Das gibt aber auch, sag ich mal, Mietwagenbetreiber in Hamburg, die für Uber fahren, die haben zum Beispiel Elektrofahrzeuge zugelassen ohne E-Kennzeichen. Da fasse ich mir doch an. Gut, ob man das unbedingt haben muss, bei uns die BVG, die Elektrobusse haben auch kein E-Kennzeichen. Mhm. Liegt aber einzig und allein daran, dass die halt in der Flotte einmal Fahrzeuge irgendwie sich die Kennzeichen reservieren, okay. Das einmal in der Masse zulassen und daneben halt auch Diesel und was weiß ich nicht zulassen. Und dann, wenn die Zulassungsbehörde da nicht drauf schaut, dann haben die halt, also ich habe mir das mal so erklären lassen, deswegen haben die halt einfach kein E. Ja. Also ich aber halt gut, wichtig. So ein großer BVG-Bus wird jetzt selten an so einer Ladestation parken, einfach nur mal parken, ohne zu laden. Wer weiß. Na, aber ich finde es halt ganz wichtig, gerade in der Frage, wie definiert man jetzt ein Elektrofahrzeug? Laut Gesetzeslage, elektrisch betriebene Fahrzeuge mit E-Kennzeichen, schreibt das Piktogramm in Hamburg vor. Und die Ordnungshüter können es ja auch dann sehr einfach daran unterscheiden. Ja. Denn der Leiter dort, der Herr Erhard heißt er, glaube ich, von der obersten Verkehrsbehörde hier, schöne Grüße an dieser Stelle, der hat mich aufgeklärt und sagt, naja, also alle die einen Stecker dran haben. Ne? Und ich sage, ja, ist damit der Ladevorgang definiert? Überprüft das jemand? Der sagte, naja, da leuchtet doch eine LED, wenn der lädt oder nicht. Ich sage, naja, aber in Hamburg zum Beispiel nicht. Die Frage ist ja immer, wie leuchtet die LED? Weil offensichtlich wissen ja auch die Berliner Ordnungsbehörden nicht so richtig. Denn die Innogy-Säulen haben ja auch noch immer noch kein Display und die haben halt eine LED. Ja, okay. So, leuchtet diese LED grün durchgehend? Heißt das bereit zum Laden. Das heißt, du hast einen Stecker reingesteckt, dann fängt die an durchgehend grün zu leuchten. Jetzt bitte Karte. Ne? Dann Karte ran, nicht akzeptiert, heißt blinkt rot. So. Karte ran, akzeptiert, wird blau. Fängt an blau zu leuchten, alles okay, er lädt. Wenn er fertig ist mit Laden, dann wechselt es wieder auf grün und blinkt. Das heißt, Ladevorgang beendet. Okay. Das ist ja ein ganzes Studium, was sie da machen. Da mussten wir erstmal das alles durchlesen und dann musst du dann das beobachten und sowas. Und da ist halt natürlich dann wieder blöd, ne? Wenn das die Ordnungsbehörden nicht wissen, wir fahren vorbei. Ich sehe schon vom Weiten grün blinken, da weiß ich genau, was Phase ist. Ja. Aber wenn das halt natürlich niemand weiß, ist auch wieder schwierig. Auf der anderen Seite hast du aber einen sehr interessanten Punkt gelassen und du hast gesagt, was ist denn der Ladevorgang? Genau. Ist der gesetzlich definiert, Straßenverkehrsordnung? Ich find am schönsten Ikea in Berlin-Tempelhof. Ne? Da stehen diese Ladesäulen direkt in der Ladezone. Super! Endlich hat uns jemand erhört. Wir haben eine Ladezone mit Ladeinfrastruktur. Das ist der Super-GAU. Also, dass ich das noch erleben darf. Da muss ich mal hinfahren. Ja. Das lasse ich mir nicht nehmen. Weil es gibt ja so eine schöne Karikatur, ne? Ladezone und der Typ mit dem Stecker so vor der Wand. Wie jetzt? Ne? Also...
Das ist cool. Wir das fahren da heute Abend hin, ich blende es vielleicht nochmal ein. Super. Ja, aber das ist halt eben die Frage, ne? Was ist Laden? Also Laden ist ja, also ich kenne in der StVO nur B- und Entladen. Genau. Und jetzt haben wir hier die Innenbeleuchtung an. Das heißt, wir entladen. In der Ladezone wäre das nicht verboten, ne? Sag ich mal so. Theoretisch, ja. Das ist genau das Thema. Es gibt laut Straßenverkehrsordnung den Ladevorgang nicht definiert. Und deswegen finde ich diesen Zusatz auf dieser einschränkenden Tafel halt sehr schwierig. Wenn da sich jetzt beispielsweise mal ein Falschparker mit seinem Anwalt zusammentut und sagt, sagen Sie mal, ist die Beschilderung eigentlich so korrekt? Ist das so gültig? Ja, nein, vielleicht. Müsste erst jemand klagen wahrscheinlich. Muss es halt interessant, also auf der einen Seite sage, habe ich das ja auch gehört, war ja auch bei eurem Vortrag dabei auf dem E-Day in Bremen. Ja. Da war ja ein Anwalt mit dabei, ne? Oh, der, ja. Der vertrat ja zum Beispiel genau diese Meinung, der ja. Sagte ja, nö, es gibt keinen Ladevorgang in der StV und damit ist das Ding nicht rechtswirksam. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es ja im Gesetz selten schwarz und weiß. Es gibt ja eine Menge Grau. Ne? Und besonders in Bremen. Um nochmal da einzusteigen. Übrigens, es gibt noch ein Geheimnis, warum sich in Bremen theoretisch sowieso jeder an die Ladestation stellen kann. Denn, wie ich gehört habe von dem Betreiber der Ladeinfrastruktur, ist diese Fläche dort von der Stadt gemietet worden. Das heißt, die SWB Bremen muss diese Fläche als private Sondernutzungsfläche mieten und die Schilder, die da stehen, sind wurscht. Also, das heißt, kein öffentlicher Verkehrsraum, ne? Keine Polizei. Das ist so blöd. Ich meine, in Hamburg hatten wir auch eine Zeit, da war das so. Da kann aber keiner was machen. Da gibt es keine Zettelschreiber, keine Polizei. Und das ist genau das Thema. Das heißt, nur ein Schild hilft nicht. Wir kennen das aus Hamburg. Ich weiß nicht, wie es hier in Berlin ist. So ein Schild wird ja oftmals nicht beachtet, nicht verstanden, nicht gesehen. Mir doch egal, so nach dem Motto. Und da ist das eben wichtig für uns, dass wir sagen können, der Berechtigtenkreis ist hier ganz klar abgegrenzt mit E-Kennzeichen. Die dürfen da stehen, ob sie da jetzt laden oder nicht, können wir nicht näher definieren. Würde ich mich auch freuen, wenn wir das irgendwie könnten. Ja, so ein bisschen muss man aber auch ganz klar sagen, es ist ja schön, dass in der StVO schon mal das Piktogramm-Auto mit Stecker drin ist, ja. Aber so richtig zu Ende definiert ist das alles noch nicht. Also immer auf der einen Seite haben wir ein E-Kennzeichen, auf der anderen Seite müssen wir noch die grüne Vierer-Plakette tragen. Ne? Ja. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe schon mal einen Bußgeldbescheid bekommen, weil ich mit meinem Elektrofahrzeug, während es an einer Ladesäule angesteckt war, ja, ein Bußgeldbescheid bekommen habe, da ich gegen das Bundesemissionsschutzgesetz verstoßen habe mit meinem E-Fahrzeug. War Kohlestrom also, von Vattenfall. Ne? Ja, darüber könnte ich mich heute noch nur noch aufregen, wenn Berlin sagt, wir haben keine Manpower. Ja, aber dafür ist Zeit. Proaktiv, ne? Die Ladesäulen freizuräumen. Ja, aber ich habe die Zeit zu sehen, da vorne ist keine Plakette drinne. Ja, also das Auto so genau zu inspizieren und dann wahrscheinlich noch zu googeln, gilt das auch für E-Fahrzeuge? Ja, gilt auch für E-Fahrzeuge. Ja, den würge ich jetzt eine rein. Also war bestimmt diese passt Fahrer. Irgendwie nicht in meinem Kopf zusammen. Ne? Ich verstehe das. Also ich bin auch schon hier in Berlin gewesen und hatte in meine Mietwagen noch keine grüne Plakette eingeklebt. Mittlerweile haben sie alle. Das im Gegensatz zu mir. Ich habe dann gesagt, wenn die Mieter jetzt mit den Autos irgendwo anders hinfahren, was ja technisch nicht möglich ist mit Elektroautos. Ne, ist nee, geht so, ja gar nicht. Geht gar nicht. Aber wenn die das irgendwie schaffen sollten, brauchen sie die grüne Plakette. Und jetzt habe ich gesagt, komm, spendiere ich die 5 Euro. Sicher ist sicher, weil letzten Endes muss die Tickets ja auch jemand zahlen. Aber das ist genau das Thema. Das E-Kennzeichen ist zum Glück bundeseinheitlich geregelt, dass wir verschiedene Schilder an der Ladestation haben. Das ist ein Ärgernis. Und da wünschte ich mir, dass es bundesweit eine einheitliche Regelung gibt. Warum man das nicht einfach mit ins E-Mog mit aufnimmt als ja, Beispiel genau. Und sagt, das ist jetzt unser Schild, das ist unser Kennzeichen, so läuft das jetzt ab, so wird es gehandhabt, das kostet einen Verstoß, der ist berechtigt. Also das kann doch nicht so schwer sein, ist doch keine Raketentechnik, oder? Vor allen Dingen, ich hätte erwartet, dass wir das schon haben. Also wir haben ein bundeseinheitlich gültiges Schild. In Hamburg steht zum Beispiel so eine Variante. Man könnte es ja machen, aber irgendwie die Städte und Gemeinden in Deutschland machen, was sie wollen, beziehungsweise denken halt, sie haben das perfekte Rad neu erfunden. Ja, so wie das Schild, was ich dir gestern per Nachricht geschickt habe, was ich in Bayreuth gesehen habe. Mhm. Ne? Kannst du dich noch erinnern? Also da ist es zum Beispiel so, da gibt es in der Altstadt Bereiche, wo man maximal eine halbe Stunde parken darf. Und nur mit Parkschein und mit E-Fahrzeug darf man halt kostenlos parken. Dies hier, ja? Genau.
Können wir mal zeigen, vielleicht. Ich kann es ja mal einblenden. Ja, kannst du mal einblenden, genau. So, da kommen wir an den nächsten, da kommen wir an den nächsten Punkt, wo ich dann sage, das ist doch genau der Anwendungsfall, wo das Piktogramm Auto mit Stecker gelten würde. Mhm. Piktogramm Auto mit Stecker. Eindeutig, ja. Parkscheibe, 30 Minuten. Das meinst du, ne? Genau, hier oben. 2 Stunden sind da. Da sind sogar 2 Stunden. Genau, ich bin ja einmal so quer durch die Altstadt gelaufen, habe immer wieder fotografiert. Was sind denn das für Schilder? Was machst du denn da in Bayreuth? Bist du da überhaupt elektrisch hingekommen, sag mal? Nein. Nee? Geht ja auch nicht. Ich meine, wie viel hat der jetzt runter? 78.000 Kilometer, mein Herr. In 2 Jahren. Was? Oh, es funktioniert gar nicht. Also ich meine, das ist doch nur zum Angeben hier. Ich bock den immer abends auf und lass ihn einfach drehen. Richtig, Bohrmaschine ran und dann ist es ja Wahnsinn. Nein, aber... Das ist doch ein Witz. Vor allem, was ein Schilderwald. Ja. Du hast eine Parkverbotszone und eine halbe Stunde mit Parkschein und mit E-Kennzeichen eine halbe Stunde mit Parkscheibe auch noch. Wenn sich bei dem Schild jemand beschwert, dass das keiner versteht, dann hat er mein vollstes Verständnis. Und dann machst du noch das andere Schild, was wir hier hatten, das andere, das da. Da wird es noch geiler. Das ist ein Schild, ein Zusatzzeichen, 2, 3, 4 ist auch mal das Maximum. Genau, das ist einmal nach rechts und einmal nach links. Also, ne? Aber da wirst du, da kannst du nur wahnsinnig werden. Und dann muss ich auch ganz ehrlich mal wieder sagen, ich kann auch zu einem Stück weit einem Verbrennerfahrer verstehen, der dann da einfach parkt, weil er sagt, ganz im Ernst, sorry, aber mir fehlt die Schulbildung dafür. Vor allen Dingen, wenn ich das alles gegoogelt habe, ist die halbe Stunde rum, die ich da hätte stehen dürfen. Ja. Also das ist ein Ding. Wahrscheinlich. Also, ganz im Ernst, das ist echt Wahnsinn. Und ich finde, warum muss so kompliziert sein? Wir haben ja ein Schild, das ist festgelegt, Piktogramm mit Stecker, also Auto mit Stecker. Und ja, ich meine, das kann man anwenden. Und wenn wir jetzt sagen wollten, ja, wir wollen, dass sie wenigstens laden oder ihr Kabel anschließen, dann muss man irgendeine Begrifflichkeit finden, die das hergibt. Ich weiß es noch nicht, welche. Und ja, dann fahrt einfach günstig, sauber und leise und habt Spaß dabei. Genau. In diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Kanal abonnieren, Jan verfolgen und Ladesäulenblockierer, Hashtag. Genau. Bis dann. Tschüss.